Wie werden Wissenschaft und Medien ihrer Informationsverantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht? Und das insbesondere gerade jetzt in Zeiten von Corona? Dieser Frage bin ich nachgegangen in einem Gespräch mit 5 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Medien. Und ich habe das aus der Volkswagen-Stiftung herausgetan, in Kooperation mit der Stiftung Mercator und mit dem Wellcome Trust. Es ging mir um die Frage, wie hat der Austausch funktioniert zwischen Wissenschaft und Medien? Ich wollte das aus erster Hand erfahren. Ich wollte wissen, was war das Trennende zwischen diesen Bereichen? Wie haben die Eigenlogiken dieser Systeme in Wissenschaft und in den Medien, wie haben diese Eigenlogiken durchgeschlagen? War das etwas Trennendes? War das etwas Verbindendes? Kurzum, was ist gelungen und was nicht? Eine ausführliche Zusammenfassung dieses Gesprächs finden Sie auf der Homepage der Volkswagen Stiftung. Mir geht es hier jetzt um 3 Fragen. Das Bild vom Elfenbeinturm der Wissenschaft ist längst passé. Über viele Jahre wurde gefordert, Wissenschaft muss kommunizieren. Und heute kann man sagen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun es. Aber sie tun es oft genug noch als ein Add-on, als etwas Zusätzliches. Es kommt hinzu zur Arbeit in der Forschung, in der Lehre. Es kommt hinzu zum Gremienalltag. Und es gibt keine Bonuspunkte in Förderanträgen, keine lobende Erwähnung in den Lebensläufen. Vielmehr werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihren Peers, ihren Kollegen oft genug noch schief angeschaut, wenn sie diese Kommunikationsarbeit leisten. Wissenschaftskommunikation ist kein Bestandteil in der Ausbildung, ist kein Pflichtmodul in den Studiencurricula, so wie es beispielsweise die Methodenausbildung ist. Das ist anders, sagen uns die Expertinnen und Experten in dem Expertengespräch, das wir geführt haben. Es ist anders in Großbritannien, anders in den USA. In gewisser Weise besser. Ich frage mich, wie kriegen wir einen solchen Strukturwandel in Deutschland hin? Warum honorieren wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht besser, die einen Beitrag zur Scientific Literacy der Bevölkerung leisten, die also dazu beitragen, dass wir in einer lebendigen Wissensgesellschaft leben? Das ist doch in gewisser Weise paradox. Nie war wissenschaftlich geschulter Journalismus mehr gefragt als heute und nie waren Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten in den Redaktionen unterrepräsentierter, als es derzeit der Fall ist. Oft genug müssen fachfremde Journalisten, Journalistinnen die Aufgabe deshalb übernehmen. Und damit geht Fachkompetenz verloren. Fachkompetenz bei der Einordnung von Studienergebnissen, Fachkompetenz bei der kritischen Reflexion, Fachkompetenz bei der simplen Frage, was ist relevant, was ist irrelevant. Wenn dann noch Produktionsdruck hinzukommt, dann wandern Pressemitteilungen ungefiltert, unredigiert ins Blatt oder auf den Sender. Und die Kontrollfunktion des Journalismus bleibt auf der Strecke. Hinzu kommt, dass der Journalismus von außen unter Druck gesetzt wird. Lügenpresse ist das Stichwort. Und so fragt man sich, wie ist das Berufsfeld dann noch interessant für junge Menschen, die sich fragen, soll ich mich all diesen Vorwürfen aussetzen? Zugleich haben Redaktionen das Problem, überhaupt noch junge Menschen aus den Naturwissenschaften rekrutieren zu können, also für die Aufgabe als Wissenschaftsjournalisten zu gewinnen. Ich frage mich, wie lange wollen wir dieser Erosion des Wissenschaftsjournalismus noch zusehen? Wie lange wollen wir in gewisser Weise dieser Erosion des gesamten privaten Mediensystems noch zuschauen? Es geht um nichts weniger als um eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Soziale Medien sind immer noch die Terra Incognita der Wissenschaft. Ihre Bedeutung wird unterschätzt und die Medienkompetenz der Bevölkerung wird weit überschätzt. Was sehen wir in sozialen Medien? Unter anderem Bad Faith Actors, also Akteure mit üblen Absichten, die dort unterwegs sind und Meinung machen. Und keine Pressestelle irgendeiner Wissenschaftseinrichtung kann bisher mit denen adäquat umgehen. Solange soziale Medien
einfach nur als Verbreitungskanal für Pressemitteilungen gesehen werden, solange haben wir deren Bedeutung nicht richtig erkannt. Ich frage mich, wie lange dauert es noch, bis wir mit eigenen Strategien selbstbewusst und kundig mit diesen sozialen Medien umgehen können, in ihrer Eigenlogik operieren, um hier gesicherte Informationen zu verbreiten. Wir in der Volkswagen Stiftung fördern ab dem kommenden Jahr Zentren für Wissenschaftskommunikationsforschung. Wir wollen damit Kreativitätsräume schaffen, in denen Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Fachwissenschaftler und Medienexperten zusammenkommen, um gemeinsam Konzepte für Wissenschaftskommunikation zu erarbeiten. Darüber hinaus bieten wir Medientrainings an für die von uns Geförderten. Und wir wollen die weiterentwickeln, indem wir zum einen die Eigenlogiken des Mediensystems zum Thema machen und zum zweiten das Thema soziale Medien adressieren, den Umgang damit, die Kenntnis darüber. Außerdem arbeiten wir als Volkswagen Stiftung mit in einem neuen Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der sogenannten Factory Wissenschaftskommunikation. Und schließlich, wir sind eine wissenschaftsfördernde Stiftung, aber wir wollen die Brücke bauen von Wissenschaft in andere Öffentlichkeiten hinein. Dazu sind wir offen für neue Kooperationen, für neue Bündnisse und insbesondere auch für Ihre Anregungen. Wenn Sie Ideen oder Anregungen haben, bitte mailen Sie uns. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.